Moin, herzlich willkommen bei Schulsportwelten. Mein Name ist Arndt Schomburg und ich möchte die Ausdauersportart Triathlon Sportlehrkräften, Übungsleiterinnen und Übungsleitern ein bisschen näher bringen. In diesem Clip möchte ich näher auf das Wechseltraining oder Koppeltraining, man sagt auch manchmal vierte Disziplin im Triathlon, eingehen. So, die vierte Disziplin, das Wechseltraining, sollte schon geübt werden. Man muss sich nur mal vorstellen, dass man die Schuhe nicht richtig anbekommt, den Helm kann man nicht richtig weglegen, wenn man zum Beispiel vom Fahrrad kommt oder man bekommt ihn nicht richtig auf, man verliert unglaublich viel Zeit. Das heißt, beide Sachen verursachen allein schon Zeitverlust und man potenziert sich immer nur drauf. Man wird nervös, die Schüler werden nervös. Um das zu verhindern, muss man solche Sachen immer üben. Das nennt man Koppeltraining. Dieses Koppeltraining ist im Unterricht wunderbar einzubauen. Man muss aber bestimmt 5 bis 10 Mal solche Übungen machen, damit der Schüler auch jedes Mal seine Wechselzone neu einrichtet und damit er auch ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell er den Wechsel vollziehen kann. Der Reiz am Triathlon ist natürlich das Wechseln von einer Disziplin in die andere. Und das macht natürlich den Triathlon aus. Das muss man üben, sonst hat man immer Schwierigkeiten, von einer Disziplin in die andere zu kommen.